Wahlen in den USA. Wenn ihr in der letzten Zeit nicht gerade in einem Paralleluniversum gelebt habt, so ganz ohne Medien, dann wisst ihr es ganz sicher. Die Präsidentschaftswahlen in den USA stehen an. Und zur Wahl stehen Kamala Harris, das ist die aktuelle Vizepräsidentin, und Donald Trump, der war schon mal Präsident von 2017 bis 2021. Wer in den USA regiert, das ist tatsächlich auch wichtig für uns in Deutschland. Die USA sind nämlich der mächtigste Staat der Welt mit der stärksten Wirtschaft und der schlagkräftigsten Armee. Und das heißt, wenn dort ein US-Präsident oder eine Präsidentin Entscheidungen trifft, dann hat das auch Auswirkungen auf unseren Wohlstand und auf unsere Sicherheit. Deswegen gucken wir uns jetzt beide Kandidaten genauer an. Ladies first, wir starten mit Kamala Harris. Kamala Harris wurde vor 60 Jahren im sonnigen US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Sie ist Tochter von zwei Immigranten. Ihr Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter kam aus Indien in die USA. Kamala Harris legte zuerst eine steile Karriere als Juristin hin und schaffte es an die Spitze des kalifornischen Justizministeriums. 2016 wurde sie in den Kongress gewählt, also das amerikanische Parlament. Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin an der Seite von Joe Biden. Damit ist sie die erste Frau, die erste schwarze Person und die erste mit asiatischen Wurzeln, die dieses Amt ausübt. Kamala Harris geht für die Demokratische Partei ins Rennen als Präsidentschaftskandidatin. Eigentlich wollte der jetzige Präsident ja noch mal ran, Joe Biden. Aber der hat seine Kandidatur dann zurückgezogen, als immer mehr Leute Zweifel daran hatten, dass der überhaupt noch fit genug ist für eine zweite Amtszeit. Donald Trump ist 78 Jahre alt und damit auch nur so ein bisschen jünger als Joe Biden. Aber der fühlt sich offensichtlich noch fit genug für seine zweite Amtszeit. Er tritt an für die andere große Partei in den USA, die Republikaner. Und hier sind noch ein paar Informationen zu ihm. Donald Trump wurde in New York geboren. Seine Mutter war gebürtige Schottin, sein Vater ein superreicher amerikanischer Unternehmer mit deutschen Vorfahren. Mit 25 Jahren übernahm Trump dessen Firma und machte sich ebenfalls einen Namen als Immobiliengeschäftsmann. 2016, mit 70 Jahren, kandidierte er zum ersten Mal als US-Präsident. Er gewann und wurde 45. Präsident der USA. In den darauffolgenden Präsidentschaftswahlen 2020 unterlag er dem jetzigen Präsidenten Joe Biden. Er hat diese Niederlage aber nie anerkannt. Nach dem Ende seiner Amtszeit wurde Donald Trump in 4 Strafprozessen angeklagt. 2 davon laufen noch, einer wurde eingestellt, in einem wurde Trump verurteilt. Damit ist er als erster ehemaliger Präsident der USA ein verurteilter Straftäter. Donald Trump ist ganz sicher einer der umstrittensten Politiker, die es in den USA je gab. Der fällt immer wieder auf durch Provokationen, Beleidigungen, Lügen und auch durch radikale Äußerungen. Und viele seiner Anhänger finden das sogar gut. Aber was will er eigentlich? Und was will Kamala Harris? Ich nehme mal 2 Themen raus, die auch international relevant sind. Erstens Klima und Energie. Donald Trump hat gesagt, wenn er Präsident wird, dann nimmt er Klimaschutzmaßnahmen der aktuellen Regierung wieder zurück. Und er möchte neue Förderstätten finden in den USA für Kohle, Öl und Gas. Und Kamala Harris hat immer betont, dass sie die Klimakrise für eine große Herausforderung hält. Sie will in erneuerbare Energien investieren und Umweltschäden reduzieren. Das zweite Thema ist das Verteidigungsbündnis NATO, zu dem ja auch Deutschland gehört. Donald Trump hat immer wieder damit gedroht, aus der NATO auszusteigen, wenn andere Länder nicht mehr dafür zahlen. Er hat sogar mal gesagt, dass er Bündnispartnern, die nicht genug zahlen, nicht helfen würde, falls sie angegriffen würden. Kamala Harris tickt da anders. Sie sagt, dass sie als Präsidentin felsenfest zur NATO stehen würde und zu den Bündnispartnern. Die beiden Themen haben im US-Wahlkampf aber jetzt nicht so die zentrale Rolle gespielt. Da waren innenpolitische Themen wichtiger. Donald Trumps Top-Thema ist die Migration. Das steht auch so auf seiner Website, auf Platz 1 der Wahlversprechen. Zitat, Grenzen dicht machen und die Einwandererinvasion stoppen. Und im Programm von Kamala Harris geht es ganz vorne vor allem darum, die Lebenshaltungskosten für Familien runterzukriegen. Also für Lebensmittel, fürs Wohnen und für medizinische Versorgung. In den Umfragen, da liegen Kamala Harris und Donald Trump ziemlich eng beieinander. Also am Ende könnten sehr wenige Stimmen den Ausschlag geben. Und was ein bisschen verrückt ist, man kann eine US-Präsidentschaftswahl sogar gewinnen, wenn man weniger als die Mehrheit aller Stimmen hat. Das liegt am US-Wahlsystem, was ziemlich tricky ist und speziell.
Wenn ihr noch mehr Infos möchtet, dann empfehle ich euch noch unser Lexikon auf 9.5.de. Damit seid ihr dann bestens vorbereitet für die US-Wahl am Dienstag. Und noch ein Profi-Tipp von mir. Denkt an die Zeitverschiebung. Die letzten Wahllokale in den USA machen erst um 6 Uhr morgens deutscher Zeit zu. Wach bleiben ist nur was für die ganz Harten, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.